Der neue Stadtteil Trias auf dem Petrisberg ist die gelungene Umwandlung eines jahrelang genutzten Militärstandortes in ein attraktives Wohngebiet. An die neuen Straßennamen müssen die Trierer sich allerdings noch gewöhnen. Im Schatten vom Turm der Träume und Sehnsüchte, wie der Turm Luxemburg auch genannt wird, wuchsen auf den Konversionsflächen mit erstaunlicher Geschwindigkeit neue Wohngebäude empor. Da werden wahrlich Träume und Sehnsüchte realisiert. Das Modell Petrisberg setzt auf Nachhaltigkeit und architektonische Vielfalt. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Standortgegebenheiten wurde in dieser Natur- und Parklandschaft Baukörper mit anspruchsvoller Bewohnungsstruktur in verschiedenen Größen und unterschiedlichen Traufhöhen realisiert. Und so sah das Gelände 2004 während der Landesgartenschau aus. Nach Ende der LGS setzt eine rege Bautätigkeit zwischen dem Panoramaweg und dem Turm Luxemburg ein. Konnte man die schnelle Umsetzung der LGS auf dem Militärgelände schon als Höhenflug bezeichnen, so verblüffte doch die Dynamik dieser Bautätigkeit, ein sichtbares Abheben, was da himmelwärts in Bewegung gesetzt wurde. Da war alles andere als heiße Luft, was auf dem Plateau des Petrisberg zu sehen war. Da schoss ein neuer Stadtteil mit atemberaubender Dynamik in die Höhe. Vergleichbares hatte die Moselmetropole in ihrer 2000-jährigen Geschichte noch nie erlebt. Seit Ende des Ersten Weltkrieges ist das Gelände auf dem Petrisberg von den französischen Soldaten vereinnahmt worden. Zäune und Stacheldraht waren die üblichen Requisiten, um das Militärgelände nach außen abzuschotten. Die Trierer Bürger konnten jahrelang nur mit hängenden Zungen einen Blick erhaschen, wie Oberbürgermeister Helmut Schröer selbst gesagt hat. Seit Ende der 90er Jahre schlummert das Gelände vor sich hin. Eine Fahrt über das Gelände macht zum ersten Mal das Ausmaß der maroden Bausubstanz deutlich. Diese Gebäude wurden 1936 von den Nationalsozialisten gebaut. Hier oben wurde die sogenannte Kemmel-Kaserne erstellt. Sie diente im Krieg als Gefangenenlager dem berüchtigten Stalag 12. Nach der Kapitulation Deutschlands benutzten die Franzosen den gesamten Komplex als Internierungslager, um es im Laufe der Jahre zu einem ihrer größten Militärstandpunkte in Deutschland auszubauen. 65 Jahre waren diese Gebäude und ihre Benutzer hermetisch von der Außenwelt abgeschottet. Bewaffnete Posten sorgten entschlossen dafür, dass keine ungebeteten Personen diese Sicherheitsanlage betraten.
Eine ungewöhnliche Stille verbreitet sich überall in diesen zum Abriss bestimmten Räumen. Die Reste der eingeschlagenen Fensterscheiben erzeugten eine gespenstische Stimmung. Sie werfen ein bezeichnendes Licht auf die jahrelange Nutzung dieses Areals. Die starke Präsenz der Militärs wird bald nur noch in der Erinnerung einen Platz haben und hoffentlich in der nächsten Generation gänzlich verblassen. Die Natur fordert zurück, was ihr vor 65 Jahren genommen wurde. Unter dem Wasserturm erstreckt sich ein 80 Hektar großes Gelände in bester Lage. Noch liegt das Gelände in einem tiefen Dornröschenschlaf und wartet darauf, wachgeküsst zu werden. Die nahenden Geräusche versprechen allerdings noch keinen Prinzen hoch zu Ross. Die anrückenden Fahrzeuge wirkten wie prähistorische Fabelwesen, die sich gierig auf die ausgedienten Gebäude stürzen, um sie in Einzelteile zu zerlegen. Riesige Bagger brechen auch den letzten Widerstand, um das Gelände für seine neue Bestimmung herzurichten. Die Altlasten auf dem Petrisberg hätte noch jahrelang das Landschaftsbild verschandelt, wenn nicht die Vergabe der Landesgartenschau nach Trier für eine rasche Änderung der unbefriedigenden Situation gesorgt hätte. Verständlich, dass unsere Stadtväter von einem Sechser im Lotto sprachen, als Trier den Zuschlag zur Ausrichtung der Landesgartenschau bekam. Unter dem Funkturm veränderte sich das Landschaftsbild von Woche zu Woche. Die selektierten Überreste der Kaserne stapeln sich zu beachtlichen Höhen, die den Fernsehturm geradezu bescheiden erscheinen lassen. Riesige Mengen an unterschiedlichen Materialien wurden getrennt und entsorgt und einer neuen Bestimmung zugeführt, bevor man mit den eigentlichen Erdarbeiten auf dem Petrisberg beginnen konnte. Das Dröhnen der starken Dieselmotoren erfüllte das gesamte Konversionsgebiet. 140.000 Kubikmeter Erde mussten im Lauf von 1,5 Jahren auf dem Gelände bewegt werden. Einem Ameisenhaufen gleich bewegen sich auf dem Gelände Mensch und Maschine. Um in der knappen Zeitvorgabe die Pläne der Architekten Helmut Ernst und Michael Schwarz aus Trier umzusetzen und auf dem Gelände oberhalb der Stadt neue städtebauliche Aspekte zu setzen. Der starke Landschaftsbezug prägte den Entwurf der Gewinner des landschaftsarchitektonischen Wettbewerbes. Behutsam modellierten große Schaufelbagger das Gelände, über das jahrelang schwere Panzer rollten, die die Vegetation mit ihren Ketten platt machten. So ist es nur zu begrüßen, dass auf dem Petrisberg die Natur wieder voll zur Geltung kommt. Hochrangige Prominenz sah man beim symbolischen Pflanzen der ersten Bäume des Maronenhains an der Stelle, an der sich jahrzehntelang sickigen Straße und Pluwiger Straße vereinten. Oberbürgermeister Helmut Schröer wies auf die besondere Bedeutung der Gartenschau hin, bevor mit viel Elan die ersten Bäume in ihren neuen Standort gesetzt wurden. Weitere 318 Bäume wurden im Laufe des Winters 2002 von fachkundigen Landschaftsgärtnern gepflanzt. Es handelt sich ausschließlich um einheimische Baumarten, die in Baumschulen aus Rheinland-Pfalz gezüchtet wurden und somit unseren klimatischen Bedingungen entsprechen. Um diese 6 Meter hohen Bäume ins Erdreich zu setzen, reichten Spaten und Hacke allein allerdings nicht aus. Die Methode, große Bäume mit Erdballen zu verpflanzen, wurde schon 1400 vor Christus von den Ägyptern angewandt und ist im Tempel der Hatschepsut in Stein gemeißelt überliefert. Die ehemalige Sickingenstraße verwandelt sich hier oben in den sogenannten Panoramaweg. Die Pluwiger Straße, jahrzehntelang die schnelle Abkürzung von den südlichen auf die östlichen Höhenstadtteile und der Universität, wurde grundlegend verändert und war nach Beendigung der Bauarbeiten nicht mehr wieder zu erkennen.
Aus einer öden Straße wurden attraktive Verbindungswege für Fußgänger geschaffen, um die verschiedenen Veranstaltungsstätten miteinander zu vernetzen. Einzig die seit Jahren am Standort wachsenden Birken konnten mit integriert und in das neu gestaltete Landschaftsbild eingefügt werden. Den mächtigen Maschinen, die das Gelände mit großen Schaufeln geformt hatten, folgten viele fleißige Hände und zwischen Wasserturm und Funkturm wurde mit dem Feinausbau begonnen. Am 16. August 2002 wurde am Tag der offenen Tür für interessierte Trierer die erste Baustellenführung durchgeführt. Diese Einrichtung wurde fortlaufend am letzten Sonntag im Monat wiederholt und fand große Akzeptanz bei der Bevölkerung. Die Macher der Landesgartenschau hatten ein großes Interesse daran, möglichst vielen Trierern den Werdegang der Bauarbeiten und die Veränderung des Geländes zu verdeutlichen. Und in der Tat, zwischen Wissenschaftspark und dem neuen Sportplatz, dem sogenannten Sattelpark, am Rande der ehemaligen Pluwiger Straße, war schon beim ersten Rundgang das Gelände nicht mehr wiederzuerkennen. Das Landschaftsbild hatte sich hier besonders stark verändert. Wo jahrelang Kasernen den Blick auf das Gelände versperrten, wuchsen die neu gepflanzten Bäume ihrem ersten Jahr in Trier entgegen. Viele nutzten die Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild davon zu machen, wie weit die Pflanzungen fortgeschritten und die Arbeiten im Gelände zum Abschluss kommen. Ein Anliegen der Geschäftsleitung um Matthias Schmauder, vielen Besuchern während der Bauarbeiten Einblicke in die Planung und deren Realisierung zu vermitteln. Und so sah das Gelände des Promenadenparks Anfang Sommer 2002 aus. Die von Herrn Schmauder angesprochenen Archäologen begannen mit der Suche nach Spuren vergangener Kulturen. Und im Zelt auf der grünen Wiese musste man keineswegs wilde Camper, sondern die Mitarbeiter des Landesmuseums vermuten. Nachdem die Archäologen des Rheinischen Landesmuseums, die in den Schollen nach geschichtsträchtigen Überlieferungen unserer Vorfahren suchten und auch fanden, das Gelände freigegeben hatten, verwandelte sich die Baustelle von Woche zu Woche zusehends. Bis allerdings auch Nicht-Eingeweihte die Umrisse des geplanten Objektes erkennen und sich langsam ein Bild vom geplanten Wasserband machen konnten, vergingen Monate. Am Rande dieser Wasserlandschaft sind 10 modellhafte Reihenhäuser geplant. Sie werden der Beginn eines neuen, exklusiven Baugebietes sein. Mit Hochdruck wurde an der Fertigstellung des Wasserbandes gearbeitet, um aus einem Panzerübungsplatz eine Wasserlandschaft entstehen zu lassen. Die jahrzehntelange Nutzung wurde an dieser Stelle im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf gestellt. Statt Feuer und Verderben, Wasser, Element des Lebens. Da viele Rosensorten erst im zweiten Jahr nach ihrer Pflanzung die ganze Pracht ihres Wuchses und die Fülle der Blüten entfalten können, wurden die 4000 Rosenpflanzen in mühsamer Handarbeit schon im Winter 2002-2003 dem Olewiger Lehmboden anvertraut. Dank guter Pflege wuchsen sie bald zu prächtigen Pflanzen heran. Unbeeindruckt von den vorbeirollenden Baufahrzeugen mit ihren Fahrern, die mit keines Blicks die Königinnen der Blumen würdigten, übten sie schon 2003 eine Art Generalprobe, um für den großen Auftritt im Ausstellungsjahr 2004 gerüstet zu sein. Nach der Beendigung der LGS im Herbst 2004 übernahmen wieder Bagger das Geschehen auf dem Gelände. Um den Wasserturm herum bis zum Maronenhain begannen die Arbeiten zur Erschließung des zweiten Bauabschnitts.
Auf den ersten Blick würde man einen Wirbelsturm vermuten, der im alten Baumbestand gewütet hat. Doch die Optik änderte sich von Woche zu Woche mit dem Einzug der Handwerker, die den Rohbauten ihr endgültiges Aussehen anfertigten. 10 Jahre sind erst vergangen, seit die letzten Franzosen ihr Quartier auf dem Petrisberg geräumt haben und das geschundene Areal wieder in städtische Planungshoheit zurückgeführt wurde. Die Leute vom Landesmuseum gehören natürlich zum festen Bestandteil einer jeden Bautätigkeit in der alten Römerstadt. Erst wenn ihr Informationshunger gestillt ist, kann mit schwerem Gerät die Infrastruktur erstellt werden und das Gelände für die geplante Bebauung hergerichtet werden. Große Plakatwände und Schilder sollen dem Betrachter das geplante Bauvolumen vermitteln und eventuelle Käufer motivieren. Im Schatten des Funkturmes beginnt ein neuer Stadtteil zu funktionieren und die jahrzehntelange militärische Präsenz vergessen zu lassen. Am Maronenhain sind Ende 2009 die Häuser fertiggestellt und bezogen. Vor den Häusern erblühen wieder Rosen, die an dieser Stelle schon 2004 die vielen Besucher mit ihrer ganzen Farbenpracht erfreuten. Gleich neben dem Maronenhain befindet sich der Wissenschaftspark. Er ist das Zentrum eines attraktiven Baugebietes mit stadtnahen Gewerbeflächen und moderner Infrastruktur. Alte Militärgebäude konnten integriert und den neuen Verwendungsmöglichkeiten angepasst werden. Selbst ein Hauch mediterraner Beschaulichkeit findet ihren Platz auf dem ehemaligen Militärgelände. Hier oben auf dem Petrisberg spielt im wahrsten Sinne des Wortes die Musik. Nach fast 70-jähriger militärischer Nutzung und schon 4 Jahre nach Ende der Landesgartenschau ist der neue Höhenstadtteil schon in seinem ganzen Ausmaß zu erkennen. We'll be right back.